So, Bro, du fragst dich jetzt, warum ich das Ganze heute im Stehen mache. Die Antwort einfach so. Ich wollte mal ausprobieren, wie das ist. Vielleicht, wenn ich so ein bisschen rumlaufen kann, dann fließen die Gedanken auch besser. Wir gucken einfach mal. Heute geht es darum, wie du dominanter im Umgang mit anderen Personen werden kannst. Guck mal, du musst dir vorstellen, früher ich war so ein richtiger NPC. Ich hatte keinen wirklichen Charakter. Ich habe immer das gemacht, was die anderen gemacht haben. Ich war genau das Gegenteil von dominant. Und ich will dir jetzt ein paar Basics erklären, wie du ein Gespräch dominieren kannst und nicht einfach so ein NPC, so ein Mitläufer bist, der immer das macht, was alle anderen machen. Das Allerwichtigste, die Grundvoraussetzung für alles andere, was ich dir danach sage, ist dein Selbstbewusstsein. Und ich will da jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen oder so. Ich habe da schon viele Videos drüber gemacht. Aber ganz kurz gesagt, wie du selbstbewusster wirst, ist einfach, indem du wie ein Macher lebst. Steh früh auf, geh direkt kalt duschen, mach immer dein Training, halt dich an deine Checklisten, geh aus deiner Komfortzone raus und dann sollte das passen. Aber solange du nicht zumindest probierst, wie ein Macher zu leben, werden dir die anderen Tipps, die ich dir gleich erklären werde, absolut nicht weiterhelfen, Bro. Okay, der erste Tipp, den ich dir geben kann, damit du dominanter im Umgang mit anderen Personen wirst, ist, dass du ein bisschen ruhiger wirst. Red nicht immer so viel, sei nicht wie so ein kleiner hektischer Hund, immer die ganze Zeit am Bellen. Atme tief ein und aus und sei einfach ein bisschen gechillt, so schwer ist das nicht. Es gibt dieses Sprichwort, manchmal ist weniger mehr und hier trifft das perfekt zu. Weil wenn du viel redest, wenn du einfach nur redest, um zu reden und unnötige Scheiße laberst, sowas wie, boah, gar kein Bock auf Schule, boah, ich bin so müde, dann wird dein Wort an Gewicht verlieren. Andere Leute werden dich weniger ernst nehmen. Aber wenn du jetzt innere Ruhe ausstrahlst und nicht die ganze Zeit am Jäppen bist, sondern wirklich nur dann redest, wenn du was Wichtiges zu sagen hast, dann werden andere Leute dein Wort viel mehr ernst nehmen. Du wirst eine respektablere Persönlichkeit. Das ist wirklich bei allen dominanten Männern so. Sie haben eine tiefe innere Ruhe und sie sind eher ruhige Menschen. Sie sagen nur dann was, wenn es auch wirklich wichtig ist. Außerdem, wenn du eher eine ruhigere Person bist, dann zeigt es, dass du deine Emotionen unter Kontrolle hast. Viele Jungs machen diesen Fehler, dass sie einfach impulsiv das sagen, was sie denken. Sie reden einfach nur, um zu reden. Wie ich vorhin gesagt habe, dann kommt so ein Bullshit raus, wie ich bin so müde, ich habe gar keinen Bock auf Unterricht. Und andere Menschen werden natürlich bemerken, dass du eine emotionale und impulsive Persönlichkeit bist. Und dadurch können sie dich auch weniger ernst nehmen. Als zweites musst du unbedingt lernen, Nein zu sagen. Verdreh bitte niemals deine Meinung, hab deine Ansichten und lass sie von nichts auf der Welt verändern. Zum Beispiel, als ich mit einem Mädchen geredet habe. Sie hat gesagt, dass sie weiße Schokolade richtig krass feiert und dass sie es richtig mag. Ich mag keine weiße Schokolade, okay? Und dann fragt sie mich: Henry, magst du weiße Schokolade? Feierst du die auch so wie ich? Und ich: Ja, ich mag auch weiße Schokolade. Weiße Schokolade ist richtig geil. Bro, erstmal geht dadurch dein Selbstbild kaputt, weil dein Unterbewusstsein kannst du nicht anlügen. Dein Unterbewusstsein merkt es jedes einzelne Mal, wenn du dich selber anlügst. Und auf der anderen Seite wirkst du viel dominanter, wenn du zu deiner eigenen Meinung stehst und okay damit bist, dass du an andere Leute aneckst. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass du immer deine eigene Meinung hast, dass du zu deinen eigenen Werten und Prinzipien stehst. Und selbst wenn es vor 10 anderen Personen ist, die alle eine andere Denkweise haben als du, sei okay damit, dass du mit ihnen nicht übereinstimmst. Klar, wenn du das noch nie gemacht hast, dann wird das eine extrem unangenehme Situation für dich sein. Aber glaub mir, die ganzen anderen Personen werden dich so krass respektieren dafür, dass du für deine Meinung eingestanden bist, selbst wenn es nicht die Meinung ist, die sie selber haben. Sag Nein zu Dingen. Wenn du dich mit ein paar Leuten aus deiner Klasse unterhältst und sie zum Beispiel darüber reden, dass sie immer Alkohol trinken und dass das so cool ist und so, dann sei okay damit, dass du vor allen anderen Leuten sowas sagst wie: Jungs, ganz ehrlich, ich feiere Alkohol absolut nicht. Alkohol benebelt deinen Geist, Alkohol hält dich klein. Also natürlich nur, wenn das deine aufrichtige Meinung ist, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und dieses Nicht-Übereinstimmen ist auch so mächtig, weil damit zeigst du ganz klar deine Grenzen auf. Und ganz klare Grenzen sind etwas sehr Dominantes, weil damit zeigst du, wie wenig du beeinflussbar bist und wie gefestigt deine Standpunkte sind. Und der letzte Punkt, den ich dir für heute mitgeben möchte: Sprech mit Charisma. Du fragst dich jetzt, okay, aber wie soll das funktionieren? Guck mal, das, was ich für mich herausgefunden habe, wenn ich mich einmal auf die Komponente Stärke und auf die Komponente Wärme konzentriere, wenn ich rede, dann spreche ich am charismatischsten. Konzentriere dich darauf, freundlich und herzlich zu sprechen, aber behalte in deinem Hinterkopf, dass du ein krasser Motherfucker bist, dass du ein Macher bist. Denk dir auf eine leicht arrogante Art und Weise, dass du etwas Besonderes bist und du wirst merken, dass du dadurch diesen starken und dominanten Unterton bekommst. So, die Aufnahme hat gerade beendet, weil mein iPhone-Speicher voll war. Egal, weiter geht's.
Das ist für mich Charisma. Konzentrier dich auf Wärme und Stärke gleichzeitig. Aber das, was dir am meisten weiterhelfen wird, ist Charisma direkt von anderen Leuten aus deinem Umfeld zu kopieren. Wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der es irgendwie immer schafft, dass andere Leute ihm zuhören, dann kopier seine Art zu reden. Und jetzt werden Leute sagen, boah, das ist aber unauthentisch, du musst du selber sein, Bro, so ist das Leben. Du bist kein Künstler oder so, der nicht kopieren darf. Und außerdem sehe ich das gar nicht als Kopie, weil du übernimmst ja eigentlich nur die Ausstrahlung von diesem anderen Menschen, aber du hast immer noch deinen eigenen Charakter. Umgib dich einfach oft mit charismatischen Personen, hör ihnen ganz genau zu und du wirst merken, dass die Ausstrahlung von ihnen auf dich abfärbt. So habe ich auch angefangen, charismatischer zu sprechen. Ich habe mich einfach mehr mit charismatischen Personen umgeben und habe gewisse Artikulations- und Verhaltensweisen übernommen. So, Bro, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vergiss nicht, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Leb wie ein Macher, verlass deine Komfortzone und tu harte Dinge. Dann wirst du selbstbewusster werden und dann wird das Ganze auch viel, viel einfacher für dich sein. Lass ein Follow da, wenn du auch auf Self-Improvement bist und dich jeden Tag verbessern willst. Und ansonsten mach's gut. Ciao, ciao.